Wir sind gerade in der Weinlese und haben heute Trollinger geerntet. Leider in einer Frostzone, die auch, also es war viel verfroren. Wir haben ziemlich Einbuße gehabt und es ging heute schneller wie gewohnt. Nächstes Jahr wird es besser. Also der Trollinger ist eher in der Terrasse ein bisschen schwieriger geworden, weil das als zu hitzig ist. Also das gefällt ihm nicht immer ganz so. Da würde durchaus solche neue Sorte hinpassen und auch gut reifen. Ja, ich denke eigentlich, dass der Klimawandel schon auch mit verantwortlich ist, dass wir mehr solche Sorten machen können in Zukunft. So südländische, wo auch ein bisschen längere Reifezeit haben und höhere Qualitäten geben. Heute sind wir in der Terrasse Weinberge, also die Lage heißt Mauerzeuge. Und vom Boden her sind es hauptsächlich Muschelkalk, also wir sind im Muschelkalkgebiet und gerade die Terrasse sind eigentlich hauptsächlich Muschelkalkhänge. Heute haben wir Fleischküchle gehabt mit Krautsalat und Quark und Kartoffeln. Ich gucke immer, dass wir viel mit Kartoffeln machen. Es gab schon Kartoffelgratin mit Fleisch, dann mal Würst natürlich immer wieder dazwischen drin, die klassische Wurst. Und dann Spätzle, also mit Kässpätzle, dann was gibt es sonst? Maultasche anbraten, Fleischkäse. Wir hatten letzten Samstag zum Schluss hat das Wetter umgeschlagen und dann wusste man aber, man muss den Wengert noch fertig machen. Dann haben wir echt alle gesagt, so, nee, das packen wir und dann ging es ab und jeder hat mitgeschafft bis zum Schluss und es war so klasse. Wir waren fertig, haben die Schere abgelegt und es hat angefangen zu regnen. Aber es war 17:30 abends, also 17.30 Uhr. Und das muss ich sagen, alle Achtung, ich habe echt, kann mir von schreiben, ich habe tolle Mannschaft.